machen wir heute mal was, was wir noch nie gemacht haben. Wir schauen uns eine Videospielverfilmung an und die passt sogar noch in mein Horrorschema rein. Es gibt heute den Film Silent Hill aus dem Jahr 2006. Wie schon gesagt, basiert der Film Silent Hill selbstredend auf dem Videospiel eben von Konami. Die Storyline folgt ganz, ganz grob dem ersten Teil, wobei einige Abänderungen mit dabei sind. Von der Story her geht es eigentlich um die kleine Sharon. Die hat immer wieder Albträume von Silent Hill, dort schlafwandeln und hat sonst ganz einfach psychische Probleme, Medikamente und Ärzte ganz einfach nicht mehr helfen können. Beschließt die Mutter Rose mit ihr nach Silent Hill zu fahren, um auszukriegen, was da im Argen liegt und wieso die ganzen Albträume die ganze Zeit da sind. Kurz vor Silent Hill hat man aber einen Autounfall. Rose bleibt mehr oder weniger bewusstlos zurück und wie es aufwacht, ist Sharon weg. Es geht nachher im Folgenden darum, dass Rose ganz einfach ihre Tochter in der ganzen Stadt natürlich sucht, was nicht so einfach ist, weil Silent Hill typisch ist dann nachher natürlich so, dass es mehr oder weniger zwei Welten gibt. Es gibt auch Silent Hill und nachher gibt es noch das andere Silent Hill, in dem nachher die Monster mehr oder weniger durch eine rostige Stahllandschaft durchschleichen, in der man sich mit Sektenmitgliedern um einen Dumm schlagen muss und mehr oder weniger gegen das pure Böse antritt. Man kann also sagen, der Film besteht daraus, dass man ungefähr 2 Stunden einer Frau zuschaut, die durch eine Stadt durchläuft und ihre Tochter sucht. Obwohl sich das im Prinzip ziemlich langweilig anhört, zumindest einmal auf die Filmdauer ausgeweitet, ist es höchstwahrscheinlich einer der spannendsten, atmosphärischsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich darf einmal sagen, mit Sicherheit die beste Videospielverfilmung, die ich bis jetzt gesehen habe. Woran das liegt, kommen wir jetzt ganz einfach drauf. Gehen wir ganz einfach mal durch die Reihen der Schauspieler ein bisschen durch. Wir haben als Rose da Silva haben wir die Radha Mitchell und da haben wir schon die erste Veränderung eigentlich zum Videospiel hier. Wer sich erinnern kann, haben wir im ersten Teil einen männlichen Hauptprotagonisten gehabt, einen Harry Mason. Das heißt, Rose da Silva hat es eigentlich gar nicht gegeben. Wir haben also die Hauptfigur ausgetauscht. Das ist etwas, wo ich normalerweise sage, das nervt mich ziemlich. In dem Fall stört es mich aber überhaupt nicht. Die ganze Sache funktioniert nämlich mit einer suchenden Mutter genauso gut, als wir mit einem Mann, der die ganze Szenerie ganz einfach durchläuft. Nur dazu mag ich die Schauspielerin. Wir haben nachher als Polizistin, wir haben ja im Spiel eine Polizistin mit dabei gehabt, als Sybil Bennett, die Laurie Holden. Muss aber dazu sagen, dass sie für mich persönlich eigentlich so ziemlich die Hauptattraktion ist des Films, wenn man auf die schauspielerische Ebene geht. Ich mag die Darstellerin sehr gern und ich finde da, sie macht ihre Sache in dem Film wirklich hervorragend. Weiter geht's nachher mit Christopher da Silva, also ein Ehemann von der Rose, beziehungsweise eben ein Vater von der Sharon. Und da haben wir jemanden, der was gewaltig unterschätzt wird, immer noch. Und zwar ist es der Sean Bean. Und obwohl der jetzt schon so lange spielt, so viele Rollen hat, ist es die meiste Zeit so, dass er entweder der Böse ist oder dass er eigentlich gerade mehr oder weniger als Nebendarsteller die meiste Zeit unterwegs ist, was ich wirklich sehr schade finde, weil der Mann ist ein Charisma-Bolzen ohne Gleichen. Ich sehe ihn immer wieder gern. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, damals das war Scarlett im Jahr 1994 und schon da ist mir aufgefallen, was der für ein grandioser Schauspieler ist, weil er da also ein richtig miserables Arschloch gespielt hat und das aber so sympathisch und so gut, dass er mir in Erinnerung geblieben ist und ich hätte ihm ganz einfach eine weitaus gerissene Karriere als Hauptdarsteller vergönnt. Machen wir nachher weiter mit 2 Nebendarstellern und zwar haben wir einmal als Polizisten Thomas Gucci und Kim Cotes. Die meisten werden ihn wahrscheinlich aus seiner längeren Rolle aus Sons of Anarchy ganz einfach kennen. Und nachher haben wir nun als Christabella, also Sektenführerin im Prinzip,
die Alice Creek. Und da muss ich sagen, die liefert eine grandiose Performance eigentlich, als wirklich eiskalte Sektenführerin, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht, nur damit sie mehr oder weniger ihren blinden Glauben schützen kann. Also finde ich wirklich extrem gut gespielt. Insgesamt gut gespielt, wirklich von absolut jedem. Also die Besetzung ist erste Sahne, ist super gelungen, da habe ich überhaupt nichts zum Aussetzen. Gemacht worden ist der Film, also Regie geführt hat Christoph Ganz. Den haben wir in dem Format schon mal gehabt auch. Und da muss ich sagen, der Mann hat wirklich ein extrem gutes Gespür gehabt für den Stoff, den was er sich zum Verfilmen geschnappt hat. Und auch für die Art und Weise, wie er es umgegangen ist, wie er das gemacht hat. Im Prinzip ist er nämlich hergegangen und hat die Storyline, ich sage jetzt mal in groben Zügen, vom ersten Teil gemixt mit viel Creature Designs aus dem zweiten Teil von Silent Hill. Und es hat mir auch sehr gut gefallen, dass er sich musikalisch extrem stark am Videospiel orientiert hat, beziehungsweise Musik teilweise sogar komplett übernommen hat. Das taugt auch nochmal extrem stark, ganz einfach zur Atmosphäre bei, zur Stimmung bei, damit man sich wirklich in Silent Hill mehr oder weniger heimisch fühlen kann. Von der Ausstattung her und von den Kulissen her muss ich sagen, schaut die ganze Sache auch sehr, sehr gut aus. Also das meiste, was man ganz einfach sieht, sind Setbauten. Natürlich kann man nicht verheimlichen, dass der Computer bei dem Film recht stark zum Einsatz gekommen ist. Schon mal allein, wenn man es anschaut, wenn sich ein Silent Hill mehr oder weniger ins andere Silent Hill verändert, nachher passiert das zum Großteil ganz einfach über den Computer mit den ganzen Effekte und so weiter. Da muss ich sagen, ist es okay. Natürlich andere Herangehensweisen sind für mich immer sympathischer, aber da muss ich ganz einfach sagen, verstehe ich, wieso man es gemacht hat, weil man das auf die Art und Weise gut hat realisieren können. Bei anderen Sachen wiederum muss ich sagen, ist der Computer für mich zu viel zum Einsatz gekommen, eben teilweise bei den Kreaturen, die was durch Silent Hill mehr oder weniger durchschleifen. Hätte es mir gefallen, wenn man ganz einfach mehr mit Make-up gearbeitet hätte und richtigen Requisiten und so, das ist auch alles dabei. Ich hätte es gerade schön gefunden, wenn man sich gänzlich auf das verlassen hätte und bei den Kreaturen, bei den Monstern und so weiter auch nicht zusätzlich nur auf Computer gesetzt hätte. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir die Art des Storytellings, eben mit sehr viel Rückblenden, die was wir haben, damit man so nach und nach mehr oder weniger die Geschichte erzählt kriegt und versteht, was da passiert ist und wie es zu allem gekommen ist. Und ich muss sagen, ich bin auch begeistert, und zwar restlos begeistert von dem Finale. Auch im Finale hat die ganze Sache eigentlich nicht mehr sonderlich viel mit dem Videospiel zu tun. Trotzdem muss ich sagen, ist es für den Film ein sehr guter Abschluss, was da alles passiert. Und da sieht man ganz einfach wieder, dass man sich auch, wenn man eine Videospielverfilmung macht, nicht sklavisch an die Vorgaben halten muss, damit ein grandioser Film rauskommt. Man muss gerade ganz einfach ein gutes Gespür dafür haben, was kann man verändern und was verändert man besser nicht. Was kann man dazu mischen, damit es am Ende ein gutes Ergebnis bringt. Und es ist ganz einfach so, dass es sehr viel Beispiele dafür gibt, wo das nicht funktioniert hat. Also es gibt allein 6 Resident Evil Filme, bei denen das komplett versemmelt ist. Und gerade sehr wenige Beispiele dafür, wo das funktioniert. Und Silent Hill ist mehr oder weniger der Klassenprimus, wenn es darum geht, dass die ganze Sache ganz einfach super funktioniert hat. Es gibt nachher auch noch eine Fortsetzung von dem Film, die ist mehr oder weniger für die Tonne, weil man so ziemlich alles vergessen hat, was man bei dem Film gut gemacht hat, aber die Fortsetzung interessiert uns da jetzt sowieso nicht. Für mich persönlich, wie gesagt, ist Silent Hill die beste Videospielverfilmung, die zurzeit existiert. Mit Änderungen zur Vorlage, ist ganz einfach so, die mich aber weiter nicht stören im Großen und Ganzen. Das Gesamtpaket des Films stimmt. Und zwar außerordentlich gut. Der Film schaut gut aus, hat eine geile Atmosphäre, sehr gute Darsteller, ein super Finale und musikalisch ist die ganze Sache eben auch einwandfrei. Wie gesagt, man hat sich im Großen und Ganzen ganz einfach an der Vorlage orientiert und da Sachen daraus übernommen. Ich hätte dem Film ein bisschen ein besseres Boxoffice vergönnt. Das hätte sich auf jeden Fall verdient. Eine Videospielverfilmung in der Qualität ist mir nämlich bis zum heutigen Tag auch nicht mehr untergekommen.